Ja, herzlich willkommen zur 10. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Hiermit eröffne ich diese um 15.02 Uhr, ein bisschen zu spät, aber doch recht pünktlich. Wir brauchen einen Protokollanten, eine Protokollantin. Cora erklärt sich dazu bereit. Vielen Dank. Dann haben wir heute Besuch, den erwarten wir noch. Klaus Wowereit stellt sich bei uns vor. Er möchte wiedergewählt werden zum regierenden Bürgermeister. Und dazu haben wir ein paar Fragen. Wir begrüßen Alexander Murlang und kommen dann zunächst erstmal zum Beschluss über das Protokoll der letzten Sitzung. Und ich frage hiermit, wer ist dafür, das Protokoll der letzten Sitzung zu beschließen? Ich sehe Zustimmung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und keine Nein-Stimme. Dann kommen wir zum Protokoll bzw. zur Tagesordnung. Wir haben die nächsten Punkte: Diskussion über Presseseminar. Wir haben den Tagesordnungspunkt Anträge, Sonstiges und zum Schluss noch einen nicht öffentlichen Teil, wobei ich den nicht öffentlichen Teil gerne fest auf 17 Uhr terminieren würde. Müssen wir mal gucken, ob wir davor mit allem durch sind. Ansonsten gibt es eben ganz am Ende nochmal einen kleinen öffentlichen Teil. Das sehen wir dann aber noch. Ja, dann kommen wir mal zur Diskussion über das Presseseminar. Da gab es nochmal Änderungswünsche bzw. Feedback über bessere Optionen. Gibt es dazu eine Wortmeldung? Christopher, du hattest dazu mal was angemerkt? Oder Martin, willst du dazu was sagen? Ja, nur so, also im Hinblick, was das, also erstens, ich glaube, klar, das wäre, denke ich, sehr sinnvoll, wenn wir uns mal gemeinsam über sowas wie eine Pressestrategie und so unterhalten, dass man sich überlegt, wie man manche Sachen vielleicht ein bisschen anders macht. Aber ich hatte jetzt kurz Kontakt mit diesem Menschen, der dieses Seminar geben will, und ich glaube, wir kriegen da halt irgendwie so ein, ja, gestreamlinedes Skandalvermeidung. Alle brauchen dieselbe Sprachregelung, Nummer. Und ich würde da die Frage stellen, ob wir da wirklich so viel Geld an der Stelle für sowas ausgeben wollen. Wir stellen jetzt bald Leute auch nochmal ein, genau mit diesem Thema. Die Bewerber, mit denen wir jetzt gesprochen hatten, haben alle irgendwie sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und das ist halt die Frage, ob wir da vielleicht mit den Pressereferenten, die wir einstellen, weil mit denen müssen wir eh auch noch so eine Art Kennenlernen, Wochenende oder so machen, dass wir mit denen da gemeinsam was ausarbeiten. Und wenn wir dann an einen Punkt kommen, dass wir alle merken, okay, uns fehlen hier gewisse Kenntnisse, dass man erstmal den Bedarf klärt und dass wir dann sagen, okay, jetzt lassen wir uns noch hier in bestimmten Sachen coachen. Aber also so würde ich, das hätte ich halt Bauchschmerzen bei diesem, also wir brauchen das, aber ich glaube, wir brauchen nicht das, was ihr da jetzt beschlossen habt im Fraktionsvorschlag. Okay. Pavel? Ja, ich würde das, was Christopher gesagt hat, auch nochmal bekräftigen wollen, obwohl ich nur bei den Bewerbungsgesprächen für die Pressereferenten dabei war. Es sind mir halt unabhängig von Christopher ähnliche Gedanken gekommen, und ich würde doch auch sehr stark dafür plädieren, dass wir das tatsächlich so machen, wie Christopher das jetzt vorgeschlagen hat, also uns erst mit unseren dann neuen Pressereferenten zusammensetzen und dann gegebenenfalls im zweiten Schritt nochmal externe Coaches dazu holen. Ja, Christopher.
Ja, sorry, dass ich jetzt hier außer der Reihe frage. Cora, schreibst du schon irgendwie mit? Auch nicht offline. Also in zum Beispiel einem Texteditor. Weil es ist schlecht, wenn wir nicht mitprotokollieren, auch wenn es gestreamt wird. Es sei denn, du willst dich nachher nochmal an die Aufzeichnung des Streams setzen. Ja, ich halte das für einen sehr guten Vorschlag von Christopher. Und deswegen wäre jetzt die Frage, ob wir dazu noch was beschließen wollen. Ich wäre fast dafür. Können wir jetzt sowieso auf das. Ja, Fabio? Wir kriegen Besuch. Herzlich willkommen, Herr Wumarei. Vielleicht möchte der Versammlungsleiter die Sitzung kurz unterbrechen. Ich? Der Versammlungsleiter verlässt seinen Platz. Herr Wumarei, hallo. Soll ich jetzt mit meinem Punkt fortfahren oder wollen wir die Herr Wobereit, Sie haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht, oder? Ja, wir haben insgesamt so eine Stunde. Wie bitte? Wir haben insgesamt so eine Stunde. Ja, also, haben Sie Verständnis machen, dafür, ja, dass wir vorher noch den Tagesordnungspunkt fertig machen? Super gut. Okay. Ja, ich glaube, also jetzt drei Mikros an. Bin ich jetzt am... Okay, danke. Ja, also ich denke, wir haben eigentlich eine ziemlich umfassende Diskussion zu der Frage gehabt, ob wir uns ein Presseseminar machen wollen. Ich habe verschiedene Optionen erarbeitet, vorgelegt. Wir haben uns für die weniger preisgünstige Variante entschieden. Es war eine ergebnisoffene Diskussion, in der haben wir uns für die Variante entschieden mit dem Preis, den wir jetzt genommen haben. Und ich habe eigentlich jetzt in der Diskussion kein wirkliches Argument vernommen, um den Entscheidungsprozess, den wir an vielen verschiedenen Stellen schon geführt haben, hier in der Fraktion und auf der Fraktionsvorstandssitzung jetzt nochmal abzubrechen. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Seminar machen. Ich habe in allen Gesprächen, die ich geführt habe mit Anbietern, immer ganz klar gesagt, es geht hier nicht um Skandalvermeidung, es geht hier nicht darum, irgendwas zu streamlinen, sondern es geht darum, dass wir authentisch bleiben und das eben vernünftiger transportieren wollen, was ja auch Konsens war. Und es war auch klar abgesprochen worden, dass die Referenten, die wir zum 1.12. und 1.1. einstellen, auch mit auf das Seminar mitnehmen können und die natürlich auch daran Anteil haben und auch unter Umständen sich einbringen können, aber natürlich dort auch Impulse mitnehmen können, sodass wir dann dort auch schon anfangen können, uns Strategien auszudenken. Ich halte den Zeitpunkt des 3. Januarwochenendes immer noch für sehr geeignet und würde dafür plädieren, dass wir jetzt einfach so weiterverfahren. Ja, ich sehe, dass es hier noch länger einen Diskussionsbedarf gibt. Ja, ja. Danke, Heiko. Ich frage hiermit, wer ist der Meinung, dass wir den Bedarf erstmal auf Vorschlag von Christopher intern klären sollten und uns dann, wenn wir das fest haben, möglicherweise noch externe Hilfe dazu holen sollten? Dem bitte ich jetzt die Abstimmung. Also Entschuldigung, aber wir sind auch an Verträge gebunden. Gut. Ne? Gut. Wir haben Zusagen getroffen und ich würde darum bitten, dass erst geklärt wird, wie man mit Zusagen verfährt, die auf Entscheidungen basieren, die wir gemeinsam getroffen haben, bevor man sich jetzt überlegt, dass man diese Zusagen einfach so wieder revidiert, ohne Alternativen zu nennen. Gut. Da würde ich jetzt sprechen, dann nachher. Ich würde jetzt zu der Befragung von Klaus Wobereit kommen. Und zwar haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Und ich bitte jetzt einfach mal diejenigen um Wortmeldung. Ja, Christopher? Ich fände noch interessant, bevor wir jetzt anfangen, Fragen zu stellen, dass wir vielleicht dem Herrn Wobereit die Möglichkeit geben, sich mal kurz vorzustellen, zu erklären, was er so macht und warum er heute hier ist und was er von uns möchte. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, liebe Piraten, freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Ist auch nicht so selbstverständlich, ist für mich auch ein Novum, vor der Wahl zum regierenden Bürgermeister in den Fraktionen oder in einer Fraktion Rede und Antwort zu stellen. Ich bin aber auch gerne gekommen, weil die Piraten ja auch eine neue Partei sind im Abgeordnetenhaus von Berlin und insofern sicherlich auch noch ein anderes Informationsbedürfnis haben als andere Fraktionen.
Bin 58 Jahre alt, von Geburt Berliner und seit 2001, seit dem 16. Juni 2001 regierender Bürgermeister von Berlin, war vorher Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus der SPD-Fraktion und seit 95 Abgeordneter, davor über 11 Jahre Stadtrat oder fast 11 Jahre Stadtrat für Volksbildung im Bezirk Tempelhof. Vorher auch noch Bezirksverordneter, also auch in der Kommunalpolitik tätig. Ja, wir sind am Beginn einer neuen Legislaturperiode. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Das Wahlergebnis ist sicherlich für einige eine Überraschung. Aber dieses Wahlergebnis hat dann auch zur Folge, dass neue Konstellationen bezüglich der Regierungsbildung sich ergeben. Bestimmte Optionen waren gar nicht mehr da. Also die Fortsetzung von Rot-Rot wäre in der alten Konstellation nicht möglich gewesen, sondern maximal in einem Dreierbündnis. Heute hat praktisch die letzte Senatssitzung mit Rot-Rot stattgefunden. Und ich sage, es waren 10 Jahre, die eine vertrauensvolle, auch erfolgreiche Regierungsarbeit möglich gemacht haben. Bei allen Unterschieden zwischen den Parteien war es doch eine gute Basis und deshalb gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, hier diese erfolgreiche Regierungsarbeit nicht entsprechend zu bewerten. Sie wissen, dass wir versucht haben, ein Bündnis mit den Grünen zu schmieden. Knappe Mehrheiten wären kein Ausschlussgrund gewesen. Es gibt ja Situationen, wie wir es auf der Bundesebene sehen, da sind große Mehrheiten nicht immer dann eine Garantie für eine Stabilität, wie wir es erlebt haben in jüngsten Abstimmungen. Da ist ziemlich viel Druck ausgeübt worden und versucht worden, die Mehrheiten zusammenzuhalten. Wir haben auch in der letzten Legislaturperiode hier eine knappe Mehrheit gehabt. Das wäre alles kein Grund gewesen, aber es hat sich herausgestellt in den Sondierungsverhandlungen und dann auch in den kurzen Koalitionsverhandlungen, dass eine Basis der Zusammenarbeit in wesentlichen Politikfeldern dann eben doch sehr brüchig gewesen wären. Das in Kombination mit einer nicht komfortablen Mehrheit hat dann letzten Endes dazu geführt, dass es keinen Erfolg haben konnte. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die da Schuldzuweisungen machen, weil das auch nicht weiterführt. Es ist ja in der Demokratie kein Problem, wenn man feststellt, dass man nicht zueinander kommt. Das ist so. Deshalb hohen Respekt auch vor den anderen, die dann sagen, für uns gibt es Essentials, die wir nicht in Frage stellen können, wegen unserer Glaubwürdigkeit. Ich sage immer, das gleiche Recht nehme ich natürlich auch für mich in Anspruch und für meine Partei, was Glaubwürdigkeit anbelangt. Da muss man sehen, wie man zusammenkommt. Dass im Nachhinein das Verhalten der Grünen, wie es sich jetzt da im Nachbarraum da abspielt, nochmal eine Bestätigung der These war, dass das problematisch geworden wäre, haben wir so damals sicherlich in der vollen Schärfe noch nicht gesehen. Im Nachhinein ist man da vielleicht auch etwas klüger, aber bestätigt im Prinzip nur diese Entscheidung. Wir haben in den letzten 5 Wochen, das haben Sie begleiten können, durch die öffentlichen Kundtungen die Koalitionsverhandlungen geführt mit der CDU. Wir haben unser Koalitionsvertrag erarbeitet in sehr vielen Runden. Es sind dann letzten Endes 98 Seiten geworden, die gestern den beiden Parteitagen vorgestellt worden sind mit den inhaltlichen Positionierungen. Auch da gilt, es sind 2 unterschiedliche Parteien, es gibt unterschiedliche Programmatiken und Koalitionen sind in seltensten Fällen Liebesbündnisse, sondern auch Zweckbündnisse. Und auch für meine Partei war es insgesamt nicht einfach zu sagen, jetzt geht man von der eher Wunschkonstellation Rot-Grün zu Rot-Schwarz. Das war so, das hat sich auch gestern beim Parteitag gezeigt. Da gab es eine große Diskussion, nicht in der Art und Weise, dass das Verhandlungsergebnis wesentlich kritisiert worden ist. Ich glaube, das lässt sich sehen aus sozialdemokratischer Sicht, auch aus der Sicht, wie können wir zukünftig die Stadt entwickeln. Aber man merkt eben auch, dass bei einigen Delegierten die Enttäuschung noch da war. Es gab eine geheime Abstimmung über das Programm und die Frage, ob man es abschließen sollte. Und da gab es dann eine breite Zustimmung von knapp 80%. Aber es war auch ehrlich, dass da einige gesagt haben, nö, wir hätten lieber eine andere Konstellation gehabt.
Ich finde, das ist ein Zeichen auch von Lebendigkeit und auch Unterschiedlichkeit, die auch in der Positionierung sich dann gezeigt hat. Worum geht es aus meiner Sicht für die nächsten Jahre? Berlin hat sich in den letzten 10 Jahren vehement entwickelt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Besuch bekommen von Bekannten oder Freundinnen und Freunden, Verwandten aus dem Rest der Republik oder aus der ganzen Welt, dann, oder man kommt irgendwo hin und sagt, man kommt aus Berlin, dann funkeln durchaus die Augen und die Leute sagen, oh toll, eine Stadt, in der man gut leben kann und auch wo man gerne mal hinfährt. Wir wissen, dass natürlich eine Betrachtungsweise von außen nicht so sehr den Alltag sieht und auch die Beschwernisse sieht. Manches verklärt sich auch von der Außensicht, andererseits wird auch manches schärfer gesehen und auch besser gesehen, als man selber im Alltag wahrnimmt, auch die Unterschiede, die Vorteile, die man hat. Ich glaube, dass Berlin nur eine Chance hat, wenn Berlin sich als eine internationale Metropole darstellt, wenn hier ein Klima vorherrscht, wo die Menschen sich wohlfühlen, egal wo sie herkommen, egal welche Lebensweise sie haben, welche kulturellen Hintergrund sie haben, Religion. Und dies ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Einerseits eine Willkommenskultur zu entwickeln, wo Menschen hier tatsächlich mit offenen Armen aufgenommen werden, und wir sind auf Zuwanderung angewiesen in den nächsten Jahren und höchstwahrscheinlich auch Jahrzehnten. Der demografische Wandel wird auch in Berlin in dem Sinne nicht vorbeigehen, dass das kompensiert werden muss. Ich glaube, hat Berlin gute Chancen, weil Berlin attraktiv ist. Wir wollen natürlich auch, dass Menschen hierher kommen, auch bei aller kulturellen Identität auch eine Offenheit mitbringen, sich selber einzubringen, auch in eine neue Gesellschaft, ihre Erfahrung dort gewinnbringend für sich und für die anderen, die schon da sind, auch zu investieren. Wir wollen auch, dass ein Aufstiegswille da ist, der aus meiner Sicht bei vielen Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, ja per se da ist, weil warum sind sie aus ihrem Land weggegangen? Es neben den politischen Verfolgungen, neben den ethnischen und religiösen Verfolgungen, ist in vielen Fällen ist eine wirtschaftliche Situation, eine Perspektivlosigkeit, die für sich und für ihre Familie gesehen wird. Also ja, eigentlich eine hohe Mobilität, auch eine hohe Affinität zur Veränderung. Etwas eigentlich sehr Mobiles, was Positives, sonst geht man nicht weg. Das machen ja nur nicht alle, das sind ja wenige, die das tun. Und da ist eigentlich eine hohe Motivation da. Und wir sehen das bei vielen Migrantinnen und Migranten, sehr unterschiedlich auch aus welchen Ländern sie kommen oder wie lange sie da sind. Da ist ein sehr hoher Bildungsanspruch da, da ist eine sehr hohe Affinität dazu da, den Kindern eine Perspektive zu bieten. So, insofern haben wir bei bestimmten Bevölkerungsgruppen viel höheren Durchschnitt von Abiturienten, als das in der deutschen Bevölkerung da ist und so weiter und so fort. Also man muss da sehr differenziert vorgehen. Wir haben aber leider eine Schwierigkeit, und das ist mehr eine soziale Frage als eine Herkunftsfrage, bei den Menschen, die eine Perspektivlosigkeit für sich empfinden, weil sie entweder sehr viele gescheiterte Situationen hatten, wo sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, wo sie keinen Job bekommen haben, wo sie aussortiert worden sind in Ausbildung, in Auswahlverfahren, nur weil sie einen Vornamen hatten, der vielleicht nicht mitteleuropäisch klingt, oder dann beim Foto ein Aussehen hatten, was vielleicht auch nicht besonders nordeuropäisch aussah, hatten sie keine Chance. Sie sind diskriminiert worden, sie sind ausgestoßen worden und haben für sich eine Perspektivlosigkeit, eine soziale Situation, die nicht gerade Perspektiven erschließt. Dies gilt im Übrigen auch für viele Deutsche, die da sind. Es macht auch keinen Unterschied, wenn man in einer ähnlichen sozialen Situation sich befindet. Es gibt sicherlich besondere Spezifika, aber im Prinzip ist es für mich mehr eine soziale Frage. Und wie können wir diesen schichtenspezifischen Ausgrenzung beseitigen? Wie gesagt, dann muss die Gesellschaft den Beitrag dazu leisten mit Investitionen in Bildung, in die Vorschule, Vorschule ist Quatsch, in die Kindertagesstätte, in die Krippe. Und deshalb stehen wir, und das haben wir auch im Koalitionsabkommen ja durchgesetzt, für die Gebührenfreiheit für Bildung und bis hin zum Hochschulstudium. Das ist
für uns ein absolutes Essential gewesen. Und wir wollen auch eine Beschulung haben, die nach Möglichkeit so lange wie möglich geht. In Berlin haben wir ja die 6 Grundschuljahre und auch mit der Schulstrukturreform, dass wir sagen, jedes Kind hat die Chance, ein Abitur zu machen. Die einen machen das auf dem Gymnasium, die anderen machen das in der Sekundarschule, die einen nach 12 Jahren, die anderen nach 13 Jahren ist da eben auch eine Voraussetzung geschaffen worden, um das möglich zu machen. Dies muss gefördert werden. Wir glauben auch, dass die Inklusion natürlich ein wichtiger Punkt ist. Wir wollen nach Möglichkeit die gemeinsame Beschulung der Kinder haben, jenseits der Behinderung. Aber wir wissen auch, dass es besondere Behinderungsarten gibt, wo eine weitere Förderung in sonderpädagogischen Förderzentren notwendig sein wird. Aber im Prinzip sollte Inklusion verwirklicht werden. Auch das ein wichtiges Thema für uns. Ein weiterer Bereich ist Problematik der Mietenpolitik oder der Situation in dieser Stadt. Es hat sich im Wahlkampf deutlich gezeigt, nachdem einige auch größere Wohnungsgesellschaften, auch private Art, die Mieten erhöht haben, war auf einmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist an den Ständen, das Mietenthema ziemlich stark aktuell. Das war vor allen Dingen an einem Wochenende so. In einer Woche, es hat dann wieder ein bisschen so eine Abflauung gegeben. Aber ich glaube, da ist für jede Partei deutlich geworden, dass das eines der zentralen Themen auch der Zukunft sein wird. Die Mietensituation in Berlin ist im Vergleich zu anderen Ländern oder Städten in der Republik sicherlich noch in unteren Bereichen angesiedelt. Trotzdem nutzt es ja nichts. Hier gibt es auch andere Einkommensverhältnisse und es nutzt auch nichts, dass wir immer Durchschnittspreise haben. Leute mit einem doppelten Einkommen, die werden sich eine Miete leisten können, die, weiß ich was, bei 25% ihres Einkommens liegen. Aber wenn eine Rentnerin da ist oder ein Geringverdiener da ist, weiß ich was, mit 800 Euro Einkommen und davon sind 50% in Miete zu zahlen, dann ist das eine ganz andere Situation. Dementsprechend ist das eines der zentralen Themen. Wir wollen gegensteuern in dem System, in dem sich in der Bundesrepublik Deutschland Mieten entwickeln. Das ist nicht nur Landeskompetenz, sondern auch Bundeskompetenz. Das bedeutet, dass hier versucht werden muss, mehr Wohnungen in öffentlichen Bestand zu bekommen. Wir haben zurzeit 270.000 Wohnungen und kürzer, ja. Oder? Es juckt mir so ein bisschen in den Fingern. Entschuldigung, aber wissen Sie, wie lange das noch dauert? Ich habe Angst, dass wir Ihnen gleich gar keine Fragen mehr stellen können. Das ist keine Absicht. Gut, machen wir nochmal zum Mietenthemen zu Ende, dann denke ich, dass Sie mit Ihren Fragen ja dann auch nochmal auf die anderen Themen kommen. Aber ich finde, ich hänge noch ein Thema mit dran, weil das finde ich schon für diese Stadt entscheidende Themen sind. Das ist, wie gesagt, die Situation, soziale Situation in dem Bereich. Miete, Wohnung ist eines der elementarsten Bedürfnisse der Menschen. Und neben den vielen, die, wie gesagt, auch Mietpreissteigerungen mitmachen können, ist wichtig, gegenzusteuern. Also, wie gesagt, 30.000 neue Wohnungen für die Wohnungsbaugesellschaften als Steuerungsinstrument, 30.000 Wohnungen Neubau, um den Markt zu erweitern. Weiterhin die Initiativen zur Begrenzung der Umlagefähigkeit von Modernisierungskosten von 11% auf 9%. Genauso die Streckung der Mietpreissteigerungen, die möglich sind, weg von den 20% in 3 Jahren hin zu 15% in 4 Jahren, sind so alles Instrumente, die man machen kann, um dagegen zu steuern, ein ganz wichtiges Thema. Der andere Punkt, wie gesagt, die Haltung einer Gesellschaft. Ich glaube, bei dem Thema Rechtsextremismus wird wieder deutlich, was das bedeutet für unsere Gesellschaft. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung das NPD-Verbot vereinbart gehabt, bevor die neuen schrecklichen Erkenntnisse bezüglich der rechtsextremistischen Mordanschläge da war. Und das bedeutet nicht, dass wir der simplen Auffassung sind, mit einem NPD-Verbot würde hier das Problem gelöst sein. Aber für mich war es unerträglich, im Wahlkampf diese Plakate zu sehen, mit Gas geben. Und wir hatten rechtlich keine Möglichkeiten gehabt, dagegen vorzugehen. Hier wird mit dem Parteienprivileg versucht, Menschen zu diskriminieren, auszugrenzen, zu beleidigen und Schlimmeres zu tun und unsere demokratische Grundordnung zu unterwandern, offen mit Steuergeldern. Ich finde, es sollte sich eine wehrhafte Demokratie nicht gefallen lassen. Das ist aber nicht eine Maßnahme, wo man sagt, damit ist dann alles erledigt, sondern ein kleiner Teil eines Bündels von Maßnahmen, der Kampf gegen Recht
Rechtsextremismus und rechtes Gedankengut ist eines der wichtigsten Themen, die wir auch zu bewältigen haben. Wir wissen das auch in Berlin, sowohl im ehemaligen Westteil der Stadt wie im Ostteil der Stadt es auch Zentren gibt, wo offen es gelebt wird und die Demonstrationen und Aktionen, die wir am Brandenburger Tor oder sonst wo kennen, ist eine schwierige Situation. Zur Netzpolitik vielleicht, interessiert Sie ja auch manchmal, ne? Wir wollen das auch ein bisschen konzentrieren. Wir wollen das auch zu einer eigenständigen Säule entwickeln und in einem Ressort auch abbilden. Wir wollen keine Netzsperren haben. Das ist eine klare Angelegenheit. Wir haben das auch als Auftrag für all die Staatsverträge, die auch gemacht werden sollen. Wir wollen der Gefahr der Zensur damit entgegenwirken. Wir wissen, dass das eine lange, breite Diskussion war, aber ich glaube, dass das letzten Endes der richtige Weg ist. Wir wollen die Wahrung der Netzneutralität erreichen und wir wollen damit die Gleichbehandlung der Daten auch sicherstellen. Wir müssen natürlich auch sehen, wie wir weiterentwickeln können. Ein ausgewogenes Verhältnis natürlich des Anbieters, der Nutzer. Urheberrechtsfragen sind natürlich wichtig, die da also auch eine Rolle spielen. Im Glücksspielstaatsvertrag haben wir das jetzt auch schon verankert, dass wir eben keine Netzsperren dort mehr vorgesehen haben, wie das früher der Fall war. Es ist jetzt raus in dem vorgelegten Entwurf, der dann im Dezember bei der Ministerpräsidentenkonferenz behandelt wird. Christoph, dann Gerwald, Pavel, Alexander. Oder wir machen einfach mal die Runde, aber jetzt mache ich die erste Runde nochmal in der Reihenfolge und die nächste gehen wir dann einfach mal Reihe um. Und dann fängt an Fabio. Ja, Herr Bovay, Sie sind ja gerade schon eingegangen auf die Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin. Ich würde gerne auf den Bereich Asyl zu sprechen kommen. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Drittstaaten sollen verpflichtet werden, ihrer Verantwortung gegenüber ihren Staatsangehörigen zu übernehmen. Wieso setzt sie sich nicht für eine Abschaffung des Drittstaatenabkommens ein, was konsequenter wäre? Und im Anschluss daran die Frage, die haben jetzt den gesamten Bereich Innen- und Soziales an die CDU für Flüchtlinge in Berlin einsetzen, wenn sie diese relevanten Bereiche komplett abgegeben hat an die CDU, von denen das in diesem Bereich nicht zu erwarten ist. Wir machen das in der Regel immer so, dass wir direkt antworten, also nicht sammeln. Insofern haben Sie schon wieder die Gelegenheit zu reden. Das ist ja auch schön, ne? Also beim Koalitionsabkommen liegt es in der Natur der Sache, dass wir nicht alle Ressorts haben können. Und ist völlig klar, Soziales hat auch geschmerzt. Also wir hätten es gerne behalten. Wir haben dafür den großen Bereich Umwelt bekommen. Auch nicht so unwichtig, glaube ich. So, insofern ist das eine schwierige Situation. Bei den Vereinbarungen Inneres war natürlich das insgesamt ein hartes Thema. Es ist völlig klar, da hat die CDU eine konservativere Politik als die SPD. Wir haben durchsetzen können, beispielsweise, dass wir bei der Frage der Pflicht natürlich da weiter auf Berliner Kurs bleiben. Wir haben uns beim kommunalen Wahlrecht nicht durchsetzen können. Das sind aber auch Dinge, die natürlich auf der Bundesebene geklärt werden müssen und hier nicht in Berlin in der alleinigen Zuständigkeit sind. Ja, beim Drittstaatenabkommen gehe ich davon aus, dass in den Verhandlungen es mit der CDU da nicht zu vereinbaren war. Wir haben aber durchgesetzt, dass selbstverständlich die Vorgaben für die Härtefallkommission nach wie vor gelten. Und wir werden natürlich auch sehen, dass wir parlamentarisch die Vorgänge auch kontrollieren werden, begleiten werden und da, wo Senat Möglichkeiten hat, Entscheidungen zu treffen oder gegebenenfalls auch Entscheidungen zu korrigieren, werden wir das natürlich auch tun, weil wir insgesamt hier eine humane Politik machen wollen und auch deutlich die Kontinuität in dem Bereich der bisherigen Politik in den Vordergrund stellen. Soziales Wiese, habe ich gesagt. Ja, dann Alexander Morlang. Gut, dann der Christopher. Ja, Herr Bohrer, nochmal vielen lieben Dank, dass Sie hier sind. Wir haben Sie ja im Grunde genommen zu einem Zeitpunkt
auch eingeladen, als das mit der CDU vielleicht noch nicht so ganz klar war. Und wir sind ja jetzt zum Glück hier unter uns. Und denn es ist tatsächlich eine pragmatische Frage, weil ich meine, die Dinge, die Sie jetzt umsetzen wollen, da haben Sie ja die Mehrheit für im Haus. Jetzt sind Sie hier und stellen sich vor, das ist sehr nett. Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, also wirklich so ganz realpolitisch, warum war Rot-Rot-Orange oder Rot-Grün-Orange keine Option? Also wirklich, ich meine, man kann das, wir spielen das mal durch. Also wir wären in unserer Naivität, hätten wir gesagt, boah, ja, super, wir können mitmachen. Sie lassen uns so elegant an die Wand fahren und sagen so, naja, war ja klar, sind Anfänger. Haben also dann für die Bundestagswahl auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Warum koalieren Sie quasi mit der einzigen richtig konservativen Partei, wo wir eigentlich eine Mitte-Links-Mehrheit hier im Haus haben? Also erstens, ich glaube nicht, dass es gut ist, Bündnisse einzugehen, wo man den einen oder den anderen an die Wand fahren lassen will. Das nenne ich nicht als vertrauensbildende Maßnahme. Und so sollte man auch nicht eine Koalition eingehen. Frage von Dreierkonstellationen haben immer, auch in den letzten Jahren ja immer irgendwo eine Rolle gespielt. Da gab es aber auch die ganz klare Aussage, solange Zweierkonstellationen mehrheitsfähig sind, ist da kein Ansatz da. Das heißt also auch für Rot-Rot-Grün war das auch bei den beiden anderen Thema. Doch Dreierbündnisse wären auch nicht unkomplizierter als Zweierbündnisse. Das ist ja schon immer schwierig. Und Sie haben das von außen vielleicht verfolgen können in den letzten Legislaturperioden. Das Verhältnis zwischen Grünen und Linkspartei war auch nicht das Beste. Ob für Sie das eine Option gewesen wäre, in bestimmte Konstellationen in dieser Situation einzutreten, weiß nicht, ob Sie das für sich schon diskutiert haben, wäre auch eine spannende Angelegenheit geworden. Aber inhaltlich können ja Bündnisse auch unterstützt werden. Okay, danke. Dann habe und erweitert damit. Dann habe ich Gerwald, Pavel und Simon Kowalewski. Ja, guten Tag, Herr Wohreit. Mein Name ist Georg-Klaus Brunner. Ich habe an Sie die Frage in der Fragestunde. In der zweiten Plenarsitzung vom 10.11. diesen Monats wurde im Zuge der Frage Glücksspiel-Staatsvertrag von Ihnen geantwortet, der Steuersatz, der da von 16,5% auf 5% gesenkt wird. Wie vereinigen Sie das denn mit der Schuldenmisere, die wir haben? Wir haben ja 64.000 Millionen Euro Schulden, dann soll man noch 1.700 Millionen Neuverschuldung zukommen, da wird dann ohne Not auf einen höheren Steuersatz verzichtet in diesem Zusammenhang. Wie erklären Sie mir das denn jetzt am besten? Das müsste man denn nochmal an Beispielen des bisherigen Aufkommens rechnen. Ich glaube, dann kommt da nicht so viel Unterschied dabei raus für Berlin. Das war eine Grundlage. Insgesamt dieser Glücksspielstaatsvertrag ist ein hochkomplexes Gebilde, worüber wir uns jetzt jahrelang auseinandergesetzt haben. Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem, was da insgesamt vereinbart worden ist, vor allen Dingen was auch die Konzessionen anbelangt mit den 20 Konzessionen. Wir haben aber eben eine furchtbare Gemengelage zwischen europäischen Vorgaben, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dem Angriff der privaten Wettanbieter gegen dieses Monopol. Und Sie wissen, dass das Bundesverfassungsgericht enge Grenzen gesetzt hat und die Bekämpfung der Spielsucht da in den Vordergrund auch gestellt hat. Es ist mit 16 Ländern absolut schwierig, vor allem mit der wirklich sehr solitären Position von Schleswig-Holstein gewesen, überhaupt den Laden zusammenzuhalten und jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen. Die Alternative für Berlin wäre gewesen, dort praktisch mit Nein zu stimmen. Dann hätte das aber genau denjenigen Auftrieb gegeben, die das Monopol beseitigen wollen. Und dementsprechend war das auch jetzt ein Kompromiss, der gefunden worden ist, der aus meiner Sicht viel zu weitgehend ist. Aber die Alternative wäre gewesen, dass das ganze Ding scheitert. Aber wie gesagt, von den Steueraufkommen her muss man gucken, mit den Konzessionsabgaben, die ja dann verteilt werden, wird sich das für Berlin nicht so ändern. Wir haben auch wenig Zeit und so war in Berlin immer relativ wenig. Ja, vielen Dank. Pavel und dann Simon. Ja, auch nochmal eine Frage zum Koalitionsvertrag. Wir haben den jetzt in der Fraktion
bisher noch nicht umfassend diskutiert, sodass ja, ich jetzt nur meinen Eindruck hier erstmal wiedergeben kann. Also in weiten Teilen war ich jetzt tatsächlich nicht wirklich unglücklich mit dem, was da drin steht, muss ich auch sagen, auch wenn es sicherlich nicht die Aufgabe der Opposition ist, irgendwie Nettes über die Regierung zu sagen. Aber ja, aber so ein paar Punkte sind mir dann doch aufgefallen. Ich will mich jetzt auf einen beschränken, der, glaube ich, auch schon für ein bisschen Unruhe in der Stadt gesorgt hat und wo, glaube ich, auch Sie, also die SPD, das Ganze durchgesetzt hat, nämlich die Frage so der Lehrerverbeamtung. Und gerade da ist jetzt auch meine persönliche Meinung, dass ja, Schulreform hin oder her, am Ende sind es die guten Lehrer, die ja einen guten Unterricht machen. Und da würde mich einfach jetzt interessieren, was waren die Gründe? Ich vermute mal, dass es finanzielle Gründe waren und mich würde einfach die Größenordnung interessieren, ja, die das bedeutet hätte, jetzt die Lehrer zu verbeamten, oder ob es noch andere Gründe gibt, warum sie da so hart geblieben sind. Also erstens finde ich es gut, wenn die Opposition auch ein Koalitionsabkommen lobt. Das unterscheidet ja vielleicht die Piraten. Von anderen Oppositionsparteien, die da reflexartig reagieren. Ich finde das schon gut, wenn man sich die Mühe macht, die Unterschiede da rauszuarbeiten, zu sagen, das ist in Ordnung und das ist nicht meine Politik. Bei der Lehrerverbeamtung, es gibt ich beschäftige mich damit auch seit 1995. Es gibt sehr unterschiedliche Berechnungen, je nachdem, wer sie in Auftrag gegeben hat, was ist eigentlich preiswert, ein Beamter, ein beamteter Lehrer oder ein angestellter Lehrer. Da hängt es ja schon immer davon ab, wie viele Zeiten Sie überhaupt einrechnen. Lassen Sie den schon mal mit 60 in Pension gehen, lassen Sie mit 65 in Pension gehen. Wie lange lebt der, kriegt die Witwe noch eine Witwenpension und so weiter und so fort. Das sind Streitereien, die kann man auch lange führen. Das Entscheidende ist, wie man Systemwechsel hinbekommt. Wir haben uns jetzt vor Jahren entschieden, Lehrer nur noch im Angestelltenverhältnis zu beschäftigen. Erstens, klare Aussage von mir, ein Lehrer muss nicht Beamter sein. Er nimmt nicht hoheitliche Aufgaben in dem Sinne wahr, dass er Beamter sein muss. Er kann Angestellter sein. Mir wäre natürlich lieber, wenn das in der ganzen Republik so wäre, damit dann nicht daraus aus dem Beamtenstatus sich Konkurrenzsituation ergeben, dass einige Leute, die ein sehr hohes Sicherheitsgefühl haben, dann lieber einen Beamtenstatus haben wollen. Aber ich glaube erstmal, dass die meisten Menschen, die mit ihrem Beruf anfangen, ja nicht fragen, wer ich Beamter oder wer ich Angestellter, sondern die gucken, will ich Lehrer werden, will ich Polizeibeamter werden oder Mitarbeiter oder weiß ich was. Ich weiß das noch, als ich angefangen habe im öffentlichen Dienst, habe ich ja nicht gewusst, ob das eine Beamtenstelle ist oder eine Angestelltenstelle ist. Ich glaube nicht, dass das für die meisten die entscheidende Motivation ist. Zu den finanziellen Auswirkungen. Sie hätten jetzt, wenn man sich dazu entschieden hätte, wieder die Verbeamtung zu machen, hätten Sie mehrere Entscheidungen treffen müssen. Sie hätten erstmal die Entscheidung treffen müssen, alle neu einzustellen, wären Beamte. Sie können sich vorstellen, dass die knapp 7.000 oder wie viele das sind, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind, sagen, Ungerechtigkeit. Ich möchte natürlich auch verbeamtet werden. So, dann hätten Sie wieder eine Differenzierung gehabt zwischen denjenigen, die 5 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt hätten, eigene Ansprüche erworben hätten. Die Ansprüche sind normalerweise deutlich weniger als die Ansprüche, die nachher beim Pensionsanspruch sich zeigen, der ja immer vom letzten Amt und Besoldungsgruppe gezahlt wird. Das heißt also, 5 Jahre einzahlen, ungefähr einen Rentenanspruch vielleicht von 100 Euro noch irgendwas. Wenn Sie das mal hochgerechnet hätten, wenn der von vornherein als Beamter eingestellt worden wäre, wären es vielleicht 500 gewesen, nicht? Dann hätte er natürlich gesagt, Ungerechtigkeit, also ich möchte einen Ausgleich haben. Was wäre passiert mit denjenigen, die unter 5 Jahre gewesen wären, die zwar schon eingezahlt haben, aber dann noch keinen Anspruch erworben hätten, hätten die auch gesagt, ich möchte meine Rentenversicherungsansprüche zurückhaben und so weiter und so fort. Dann wäre das in der Tat, wenn man das unter finanziellen Gesichtspunkten reingesehen hätte, sicherlich ein Riesenaufwand gewesen,
gewesen, weil man hätte ein paar glücklich gemacht, aber viele unglücklich. Und wenn man alle hätte glücklich machen wollen, wäre das sicherlich finanziell eine Riesenbelastung gewesen und hätte nicht zu einer Entlastung geführt. Ich bin aber aus grundsätzlichen Überlegungen der Meinung, dass tatsächlich hier das Angestelltenverhältnis das Richtige ist. Ich sage allerdings auch, ich kann heute nicht entscheiden, wie die Konkurrenzsituation in ein paar Jahren sein wird. Wir haben ja auch darauf reagiert. Wir haben einerseits die Eingangsgehälter angehoben, um den finanziellen Ausgleich zu schaffen, der im Übrigen durch einen Tarifvertrag entstanden ist, der von der GEW unterschrieben worden ist. Die wussten genau, dass da in den Eingangsämtern weniger gezahlt wird, als das vorher der Fall war. Dafür ist ja dann mit den Erfahrungsstufen in anderen Bereichen wieder mehr gezahlt worden. Sie sind das bewusst auch eingegangen. Sie haben auch gesehen, die Reaktion der GEW auf den Beschluss, die war doch sehr verhalten, um das mal vorsichtig. Sie haben das nicht kritisiert, dass wir das nicht gemacht haben, weil GEW-Politik auch ist, eher ein einheitliches Dienstrecht zu haben, als hier diese Unterschiedlichkeiten. Und also insofern, glaube ich, gibt es da gute Begründung. Wir haben dann noch gesagt, wir erweitern die Zahl der Studienplätze im Lehrerbereich, weil wir sagen, wer denn mal hier in Berlin studiert hat, hat auch eher eine Affinität zu dieser Stadt, hat soziale Kontakte, familiäre Kontakte, will natürlich dann vielleicht auch eher hier bleiben, ist ein Vorteil, wenn es denn darum geht, nachher auf einem Lehrermarkt, der sich sicherlich verengen wird, aufgrund der demografischen Abgänge im Lehrerbereich hier attraktiv zu sein. Wo wollen Sie das Ende machen, wenn denn ein Land auf einmal sagt, die werden gleich als Schulleiter eingestellt, ja, und zahlen A16 und nicht mehr A13 oder A12, ja, ziehen wir dann alle nach? Ja, also irgendwo wäre es hier wirklich angesagt, bei der Kultusministerkonferenz mal irgendwo mal zu begreifen, dass hier nicht eine unsägliche Konkurrenz sein sollte. Okay, danke. Dann Alexander und danach Olli. Hast mich schon wieder vergessen, Andreas? Simon. Ich werde langsam sauer. Sorry. Ja, lieber Herr Baubrat, ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Wir haben Sie ja unter dem Motto, wir wählen niemanden, den wir nicht kennen, eingeladen. Das ist ein altes Piratenmotto, das soll uns vor unangenehmen Überraschungen beschützen. Und deswegen stelle ich jetzt gleich mal die Gretchenfrage. Mal angenommen, Sie würden jetzt gewählt werden. Würden Sie dann auch für die gesamte 17. Wahlperiode als regierender Bürgermeister dieser Stadt zur Verfügung stehen? Und falls das nicht der Fall sein sollte, weil Sie vielleicht 2013 woanders hinzieht, wer würde das denn dann übernehmen? Gibt es da schon Planungen? Ich weiß immer gar nicht, warum man mich immer loswerden will. Ja? Bin noch nicht gewählt und schon fragt man, wann ich weggehe. Also ich kandidiere für diese Legislaturperiode und insofern stellt sich auch die Frage nach Nachfolgern nicht. Das, Mensch, ihr seid schlimmer als Journalisten, ja? Ja, genau, ne? Ja. Ja, für den Fall eines Unglücksfalls, was Sie ja nicht wünschen, da muss es doch eine Planung geben. Und dann der liegt dann im Tresor, ja, so wie der Organspendeausweis oder so, ja, so. Ja, Sie können die Frage die ja. Die Entscheidung habe ich ja da nicht zu treffen, und das ist ja auch gut so. Ja, jetzt kommt Alexander und dann Olli. Ja, Herr Wowereit, ich mache mir etwas Sorgen, was die künftige Sozialpolitik angeht. Da steht ja auch nicht so viel in dem Koalitionsvertrag, aber es erregt meine Besorgnis, wenn ich hier lese, dass Leistungsbeziehungen aktiv zu steuern sind. Was würden Sie sich denn darunter vorstellen? Das ist in der Tat schwammig. Ich denke, dass die Aufgabe für die neue Legislaturperiode auch sein wird, auch wir haben ja den anderen Themenbereich, wie kann man Arbeit fördern,
neben den Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt, wie gehen wir mit den Langzeitarbeitslosen um, wie können wir dort eine Qualifizierung erreichen, wie können wir Hilfen leisten, dass dieser Zustand der Langzeitarbeitslosigkeit sich verändert, weil wir haben ja ein Phänomen in Berlin, was sich besonders krass darstellt. Berlin hat sehr stark davon profitiert, als Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld zusammengepackt worden sind und Sozialhilfe zusammengepackt worden sind in Hartz IV. Da ist ja durch die Definition, wer 3 Stunden am Tag arbeiten kann, der ist prinzipiell vermittelbar, sind sehr viele Menschen, die früher nur in der Sozialhilfe waren, auf einmal dann praktisch in diesen Topf mit hineingekommen. Davon hat Berlin profitiert, dadurch, dass wir natürlich viele dieser Kosten vom Bund dann bezahlt bekommen haben, was früher rein aus Berliner Etats gezahlt werden sollte. Bedeutet aber auch, dass da eine riesige Zahl von Menschen dabei ist, die ganz schwer Perspektiven haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und wir sehen ja, trotz des guten Steigerns von sozialversicherungspflichtigen Jobs, dass damit nicht korrespondierend ist der Abbau der Arbeitslosigkeit. Wir haben natürlich schon wesentlich weniger, wir waren mal fast bei 20%. Aber der Anteil der Dauerarbeitslosen ist relativ konstant. Wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden, dann sind es entweder Schulabgänger, die sie bekommen, oder Zuziehende. Da ist Berlin auch sehr attraktiv und die Unternehmen sagen ja heute mittlerweile auch, dass es einen Fachkräftebedarf schon gibt. Und wir haben Gott sei Dank auch Situationen, dass Jugendliche sich heute auch schon zwischen 4 Ausbildungsplätzen entscheiden können, während sie früher glücklich sein konnten, wenn sie überhaupt einen hatten in der Auswahl. Das bezieht sich aber leider immer nicht auf alle so. Also insofern, wie fördern wir das? Wir haben jetzt die teuren Öpse gehabt, öffentlichen Beschäftigungssektor, der wenige privilegiert hat, aber eben Stellen geschaffen hat, die auch nie und nimmer in den ersten Arbeitsmarkt münden werden, weil das keiner finanzieren wird, auch in Zukunft nicht. Und dementsprechend aus sicherlich nicht nur ideologischer Sicht, sondern auch aus Erkenntnis in die tatsächlichen Verhältnisse ein teures Instrument war und wenige davon profitiert haben. Deshalb wollen wir die Summe zwar gleich lassen, die jetzt im Haushalt steht, aber sie effektiver einsetzen in die sogenannte Bürgerarbeit. Auch das muss natürlich ein bisschen noch näher definiert werden, um aber das auch breiter aufzustellen, um da mehr Unterstützung auch zu geben. Und ich denke auch, dass insgesamt im Bereich auch der sozialen Träger geguckt werden muss, geht das Geld, was wir da reingeben, mehr in die Verwaltung der Verwaltung? Also beispielsweise, wie sieht's aus mit den Beschäftigungsgesellschaften? Das ist natürlich erster Arbeitsmarkt, das ist auch schön. Geht das direkt zu den Betroffenen oder wird da in der Mittelebene eine Verwaltung aufgebaut, die wenig Effizienz eigentlich zeigt? Das darf man durchaus überprüfen, finde ich. Und ich finde auch bei sozialen Projekten soll man nicht immer nur sagen, evaluieren ist natürlich auch ein Lieblingswort hier in dieser Koalitionsvereinbarung, aber man soll es auch wirklich so machen, dass man hier das Geld effektiver einsetzt und nicht jeden Zuwendungsempfänger, der irgendwann mal das Glück hatte, in eine Zuwendung zu kommen, dann immer wieder weiter zu fördern, obwohl die Effizienz gar nicht mehr da ist oder neue Träger da sind oder neue Vereine da sind, Organisationen, die es vielleicht besser können und gezielter etwas machen können. Also ich glaube, da sollte man schon rangehen. Das ist jetzt fast genauso schwammig, wie es da steht. Weil da steckt die Tücke im Detail. Und ich finde auch, da muss man ganz vorsichtig sein, um auch eine Gerechtigkeit zu erzielen, sowohl für den einzelnen Empfänger wie auch für die Institution, die versucht, dort Gutes zu tun. Und das ist eine riesige Aufgabe, die da aber immer wieder gemacht werden muss, weil da sind Milliarden im System. Und wenn wir dann die Ergebnisse sehen, dann fragen wir uns immer, wo sind sie eigentlich geblieben? Also ich sage mal, die 5. oder 10. Förderung mit einem Kurs, wie bewerbe ich mich? Ist schön, ne? Kann man aber auch sein lassen, glaube ich. Okay, vielen Dank. Dann Olli und dann Phil. Herr Wohrer, bleiben wir mal beim Sozialen. Ein bisschen runter. Das nichtmedizinische Personal in der Charité wurde ja outgesourced an die CFM, die Charité Facility Management. Da wird seit nunmehr etwas über 2 Monaten gestreikt für einen eigenen Tarifvertrag. Da werden so ungefähr nach unseren Kenntnissen
Stundenlohn von 6,50 Euro bezahlt. Warum ist es dann nicht möglich, erstens einen Tarifvertrag abzuschließen, der eben auch zweitens die sozial erforderlichen 8,50 Euro ermöglichen kann? Ich meine, der Senat hält auch an der CFM 51%. Ja, das Beispiel CFM ist ein gutes Beispiel dafür, wie dann in einer Zeit, wo man dachte, mit Outsourcing Kosten zu sparen, Strukturen geschaffen worden sind, die dann irgendwann Effizienz vermissen lassen. Effizienz erstmal auch für die zu verrichtenden Dinge, die da outgesourced worden sind, hat sich auch gezeigt, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und natürlich die Gefahr dann immer dabei, Kostenstrukturen selbst zu generieren, die nur dadurch erreichbar sind, dadurch, dass man Dumpinglöhne zahlt, also Niedriglöhne zahlt. Dementsprechend natürlich das Vergabegesetz wichtig. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung uns verständigt, dass wir vom Berliner Vergabegesetz vom Mindestlohn von 7,50 Euro auf 8,50 Euro hochgehen wollen. Das ist ja jetzt für die externen Vergaben wichtig. Aber es bedeutet selbstverständlich auch für den eigenen Bereich, dass wir das zahlen. Das sage ich auch als Kultursenator. Das bedeutet, dass auch in meinem Etat durchaus erhebliche Beiträge noch zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssen, damit beispielsweise die Aufsichten in den Museen oder sonst wo bezahlt werden können, weil auch da wird nicht 10 Euro zurzeit bezahlt, sondern wir haben uns jetzt auf die 7,50 Euro da eingerichtet. Wenn da 8,50 Euro kommen, dann wird das auch aus dem laufenden Etat nicht mehr zu machen sein. Bei der CFM hat sich da eine ziemliche Militarisierung da ergeben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da geht es nicht nur um die Frage des Tarifabschlusses bezüglich der Höhe des Lohnes, sondern geht es um viele andere Fragen. Ich habe von der Charité gehört, dass der Mindestlohn ein Teil des neuen Tarifvertrags selbstverständlich sein soll und muss es auch sein aus meiner Sicht. Jetzt kann ich Ihnen momentan nicht sagen, ob sich das auf die 7,50 Euro bezog oder jetzt schon auf die 8,50 Euro. Das ist unterschiedlicher auch von den einzelnen Teilbereichen. Es geht ja auch nicht um alle, sondern um Gruppen. Und ich sage auch, die Charité muss mit ihrem Aufsichtsrat gucken, ob überhaupt das gesamte Konstrukt noch zukunftsfähig ist. Und auch, was kann man wieder insourcen. Ich lehne es aber auch ab, zu sagen, jetzt Tarifauseinandersetzungen, die da zwischen zwei Tarifvertragsparteien da geführt werden, auf die Senatsebene jetzt nur hochzuziehen, sondern dafür haben wir ein teuer bezahltes Management. Das ist, ich sag mal, das sind Gehälter, die nicht ohne sind, die da bezahlt werden bei der Charité, und die müssen das auch in den Griff kriegen. Und selbstverständlich sind unsere Vertreter im Aufsichtsrat, in den Aufsichtsgremien angehalten, die Grundlinien der Politik des Senats dort umzusetzen. Und das heißt demnächst 8,50 Euro. Okay, vielen Dank. Dann Phil, Pavel, Christopher und ja. Ja, die hatten sich jetzt nochmal gemeldet. Wir können aber ansonsten auch nochmal eine Runde durchmachen. Dann würde ich aber jetzt auch schon fast dazu aufrufen, dass jeder sich dann seine Fragen nochmal zurechtlegt, dass wir dann nach der Runde auch bald zum Schluss kommen können. Ich glaube so Viertel nach, dass wir da zum Ende kommen, ja. Ja, Herr Wovereit, die Piratenpartei möchte die demokratische Beteiligung in Berlin verbessern. Wir wollen deswegen auch das Wahlalter drastisch senken. Nun ist die Frage, ist es richtig, dass es einen Konsens zwischen SPD und CDU nun gibt, obwohl es in der SPD-Basis ein Pro für das Wahlalter ab 16 gibt? Ist es nun so, dass es einen Konsens gibt, das Wahlalter nicht auf 16 Jahre abzusenken? Und wenn ja, warum? Also ich glaube, muss man umgekehrt formulieren, es gibt keine Verständigung, dass man es auf 16 absenkt. Die SPD-Position in der Partei war für 16 und diese Auseinandersetzung wird dann also auch in Zukunft geführt werden müssen. Aber mit der CDU gab es nicht den Konsens. Also es ist nicht vereinbart, dass wir es jetzt in dieser Legislaturperiode machen. Bei der Landtags. Bei der anderen haben wir es ja schon. Okay, Fabio, dann geht's bei dir weiter.
Herr Bobert, ich würde Sie gerne noch was zum Bereich Integration fragen. Und zwar einmal in aller Kürze, wann haben die 460.000 Berliner, die momentan nicht wählen dürfen, endlich die Chance, auch an der Gestaltung dieser Stadt aktiv teilzunehmen? Und zum Zweiten, wir hatten ja in den letzten Wochen durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass die Presse, und zwar auch zu Recht, durchaus genau hinschaut, wenn es um die Vergabe von 580 Euro geht. Sie haben jetzt voraussichtlich eine Integrationssenatorin, die deren Mann der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinde ist, die etwa 500.000 Euro pro Jahr vom Integrationssenat bekommt. Sehen Sie einen Interessenskonflikt? Und wenn ja, wie würden Sie den auflösen? Also erstens zum kommunalen Wahlrecht. Ich bin sehr für dieses kommunale Wahlrecht. Ich setze mich auch als stellvertretender Bundesvorsitzender dafür ein, dass das kommt. Habe ja die Zukunftswerkstatt Integration geleitet beim SPD-Bundesvorstand und das ist für uns eine klare Position. Es war aber nicht umsetzbar jetzt im Rahmen der Koalitionsvereinbarung. Wir haben das beim Wegfall der Optionspflicht erreicht, dass wir hier uns da positionieren. Das ist ein Fortschritt. Mir wäre natürlich lieber gewesen, dass wir beim kommunalen Wahlrecht auch weitergekommen wären. Nun wissen wir, dass das nicht von Berlin entschieden werden kann, sondern eine Verfassungsänderung bedarf. Insofern muss man da auch auf andere Mehrheiten im Bund sowieso setzen. Aber mir wäre es lieber gewesen, dass auch diese Koalition sich dafür aktiv einsetzt. Ich tue das als Partei und als regierender Bürgermeister dann für meine Partei und als Person auch weiterhin. Also das ist für mich ganz klar. Aber es ist nicht vereinbart worden, dass wir das dann gemeinsam unterstützen. Aber da hoffen wir, dass die CDU auch einen Erkenntniszuwachs früher oder später mal bekommt. Zur Frage. Also erstens finde ich schon immer schön, wie Posten verteilt werden, bevor es überhaupt so weit ist. Ja, und dass dann schon auch Ehemänner dann hier irgendwo erklären, was sie schon alles opfern für die Karriere ihrer eigenen Frau. Sag ich mal, immer erst mal abwarten, mal sehen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, ich meine, Sie haben auch ähnliche Debatten ja, glaube ich, gerade hinter sich. Ich finde, man muss da höllisch aufpassen. Einerseits, was ist political correct? Und selbstverständlich muss jede Institution, auch jede einzelne Person sich fragen, gibt es Interessenskonflikte? Und die muss man fragen. Ich finde es aber auch unerträglich in einer Gesellschaft, wo selbstverständlich Männer und Frauen ein eigenständiges Recht haben, ihren Beruf auszuüben, dass man da, wo zufällig also zwei Menschen irgendwo mal dann auch beruflich zusammenkommen, immer ein Generalverdacht da ist nach dem Motto, der eine begünstigt den anderen. Also erstens, Frau Kohlert ist bislang Abgeordnete und da gibt es sowieso überhaupt nicht die Verflechtung. Und zweitens, falls Sie oder jemand anders, wenn wir das jetzt abstrakt betrachten, in Ämter kommen, wo es den Verdacht gibt, da muss man selbstverständlich Vorkehrungen treffen, dass man dann für sich selber schon alleine, aber natürlich auch für die Fragen in der Öffentlichkeit ganz klare Abschottung macht, damit da eben nicht eine Verflechtung oder Begünstigung passieren könnte. Da muss man sehen, wie man das trennen kann. Aber die Entscheidung ist ja schon gefallen. Die Entscheidung ist überhaupt noch nicht gefallen, weil ja, die können ja hier Leute, Privatpersonen für sich Entscheidungen treffen. Aber wen ich vorschlagen werde und ernennen werde zum Senator für die SPD-Seite, die Entscheidung ist bei mir noch nicht gefallen. Also deshalb können ja schon mal alle voraus. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf Senatorenämter verzichtet haben, die noch ja nicht gefragt worden sind. Also das hat ja auch Konjunktur oder andere werden hier gehandelt. Also insofern bis die Ressortverteilung ist ja klar, aber die Personen für die Ressorts benannt worden sind, für die CDU-Seite von Herrn Henkel und für die SPD-Seite von mir, dann müssen da sowieso alle sich im Bereich des Spekulativen bewegen. Ich finde es nicht besonders sinnvoll, da im Vorfeld solche Spekulationen zu machen. Aber Ihre Kernfrage, die stellt sich immer. Gibt es Verflechtungen? Gibt es Befangenheiten? Und da muss man dann sehen, dass man dies deutlich macht, offenlegt.
dann ist eher schon sowieso ganz klar, dass man da eher eine Bedachteilung meistens macht, weil man sich dann Dinge gar nicht trauen würde, die man in jedem anderen Fall machen würde. Also man muss dann sehen, dass man da eine Balance hinbekommt. Das kann aber nicht bedeuten, dass dann also Menschen ihren Beruf nicht mehr ausüben oder so, ja. Oder ein Berufsverbot kriegen oder so. Das wollen wir auch nicht, glaube ich, ne? Gut, so kann es ausdrücken. Nein. Naja, wie denn sonst? Also gut. Ja, wir wollen ja einmal die Runde noch schaffen. Genau. Simon, hast du eine Frage, Gerwald? Ja, ich würde dann fragen, wie denn das aussieht. Ich habe da jetzt nichts zu gelesen. Die Berliner Linie der in Anführungszeichen Vernunft, die es ja jetzt seit 1981 gibt, hat ja nach einem kurzen Aufblühen der alternativen Lebensformen in dem ehemaligen Todesstreifen letztlich dazu geführt, dass solche Projekte aus Berlin eigentlich jetzt immer mehr verschwinden und marginalisiert werden, bei jeder Verschiebung verkleinert werden bis zur völligen Unkenntlichkeit. Und ich finde das sehr schade und wollte fragen, wie jetzt Sie die nächsten 5 Jahre zu dem Thema sehen. Werden wir in 5 Jahren dann überhaupt keine besetzten Häuser und Plätze mehr haben, weil darauf scheint es ja gerade hinauszulaufen? Oder könnte man doch eine Möglichkeit finden, auch Menschen, die eben andere Lebensformen sich erschließen wollen, auch wieder zu Teilen dieser Stadt zu machen und sie nicht irgendwie komplett außerhalb des S-Bahn-Rings zu verdrängen? Nun muss ich sagen, dass ich da in einer, ja, in einem Zwiespalt auch mich befinde, oder was heißt Zwiespalt? Selbstverständlich hat der regierende Bürgermeister und auch der Senat, ich denke auch die Abgeordneten, die Aufgabe, nach den Gesetzen zu arbeiten und auch sich daran zu halten. Und das heißt also auch, die Besetzung von Häusern ist ein illegaler Vorgang und oder von Flächen, die nicht im öffentlichen Bereich sich befinden, ist ein Vorgang, der rechtswidrig ist. Und wenn der Eigentümer kommt und sagt, er möchte hier sein Eigentum verteidigt sehen, dann wird auch jeder Insenator, egal welcher Couleur, dem mit der Polizei auch gegebenenfalls und den Gerichten entgegentreten müssen oder es durchsetzen müssen. Das ist das eine. Das Zweite ist, und da sehe ich in der Tat eine Herausforderung für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre, die Attraktivität Berlins liegt auch daran, dass es hier Freiräume gab in dieser Stadt, die genutzt worden sind durch alternative Projekte, durch auch Lebensformen, die nur durch diese Freiräume einen Platz gefunden haben. Sehr viel Kulturelles ist entstanden, Aktionen, die durchaus weit über den eigenen Nutzen derjenigen, die das selber gemacht haben, hinausgegangen ist. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, wie kriegen wir es hin bei aller Entwicklung, die ich begrüße, dieser Stadt eben auch Tendenzen entgegenzuwirken, die dann alles nach draußen verdrängt. Das gilt auch für die Frage, wie können Künstlerinnen und Künstler noch Atelierraum in der Stadt haben, wie können sie das bezahlen. Wir wollen nicht Verhältnisse haben wie in Paris oder in London oder in anderen Städten, wo das praktisch unmöglich ist, weil die Kosten dann nach oben gehen. Und da muss viel stärker, als das bislang der Fall war, wenn die Prosperität tatsächlich zunimmt, das halte ich erstmal für erstrebenswert, aber wie können wir dann Freiräume schaffen, auch durch eine aktive Liegenschaftspolitik des Senats? Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag ja auch eine andere Liegenschaftspolitik vereinbart, die da mehr Rücksicht darauf nehmen soll und nicht nur Grundstücke verkaufen soll nach dem Höchstgebot, sondern vielmehr die sozial-kulturellen Aspekte und Stadtentwicklungsaspekte mit einbezieht. Also da muss eine aktive Gegensteuerungspolitik dann passieren. Ansonsten kann ich Ihnen hier nicht sagen, dass jede Besetzung von mir gut geheißen wird. Überrascht Sie sicherlich nicht mehr. Okay, damit wir ein bisschen schneller fertig werden, beziehungsweise noch die Chance haben, bis 7:15 fertig zu werden, würde ich vorschlagen, die nächsten 3 Fragen werden zusammengestellt und auch direkt nacheinander beantwortet. Also Gerwald.
Ja, im Zusammenhang mit dem ganzen Kulturbereich fällt mir gerade ein, warum müssen wir eine Zentralbibliothek neu bauen für 275 Millionen Euro, während man erwiesenermaßen die Bestandsbibliotheken in diesem Zusammenhang viel günstiger auf den neuesten Stand bringen kann, das gesparte Geld unter Umständen in diesem Bereich, was gerade angesprochen wurde, vielleicht verwenden könnte, sinnvoll, um nicht einfach da Zusatzinfrastruktur aufzubauen, die ich nicht nötig habe, wenn ich die Bestandsinfrastruktur erhalte. Klingt erstmal, wenn es so wäre, vernünftig. Wenn man sich die Situation anguckt, der Bibliothek, dann sieht man, dass sie aus allen Nähten platzt. Ja, Gott sei Dank, sage ich mal, weil diese These, dass Bibliotheken keine Chance mehr haben, bei aller Freude übers Internet, finde ich das noch ganz gut, dass da also auch die Menschen aktiv dorthin gehen. Die AGB in Kreuzberg beispielsweise platzt in der Tat aus allen Nähten. Und auch in Mitte in der Breite Straße sind die räumlichen Bedingungen katastrophal. Das heißt, wir haben natürlich untersucht, ob wir an den bestehenden Standorten erweitern können oder so umbauen können, dass hier eine leistungsfähige Landesbibliothek möglich ist. Die Untersuchungen zeigen, dass das A nicht preiswerter werden würde und B immer noch dann Provisorium wäre. Also ich fand es ganz gut, die Idee, am Anfang haben wir das auch selber räumlich angeguckt, in Kreuzberg das zu machen. Da gab es früher auch schon mal Pläne, auf der Grünfläche dort den Erweiterungsbau zu machen. Es wären aber immer Kompromisse. Und dementsprechend, glaube ich, ist das gut investiertes Geld, weil es direkt der kulturellen Bildung zugutekommt. Das ist eben nicht das Luxus-Bibliothekchen, was man sich da schafft, sondern das ist wirklich für Tausende von Nutzerinnen und Nutzern eine verbesserte Situation. Die Kosten, die erschrecken einen erstmal, das muss ich auch sagen. Wir, sag mal, als Antragsteller, als Kultursenator, wäre es mir lieb, wenn wir das wesentlich preiswerter hinkriegen könnten. Bin aber nicht in der Lage zu sagen, ob nur die Brandschutztür nach F5 oder was, wie das heißt, da notwendig ist. So, wenn das die Bauleute sagen, das kostet so viel, dann kann ich da erstmal schwierig dagegen halten. Aber das wird ein Auftrag sein, zu gucken, wie da die Kosten noch minimiert werden können. Weil mir wäre auch lieb, wenn wir da nicht so viel Geld dafür ausgeben müssten und das Geld für was anderes noch ausgeben könnten. Aber ansonsten die Sinnhaftigkeit der Landesbibliothek, da bin ich wirklich von überzeugt. Gut, vielen Dank. Dann Mart Wolfram. Hast du eine Frage? Du musst nicht. Dann würde ich dich bitten, dich kurz zu halten. Okay, Christopher. Und dann danach direkt Alex und Simon, hast du eine Frage? Ja. Weiß? Herr Wobereit. Gut. Dann Pavel. Also wir diskutieren ja gerade heute nochmal in der Fraktion über einen Antrag darüber, ob man ans Präsidium nicht die Bitte stellt, dass für alle Abgeordneten des Abgeordnetenhauses Liquid Feedback zur Verfügung gestellt wird. Also das ist dieses Programm, mit dem wir also kollaborativ in der Piratenpartei dann das Programm geschrieben haben, auch für den Berliner Landesverband, was uns dann die 8,9% gebracht hat. Könnten Sie sich das vorstellen, dass alle Abgeordneten hier in dem Haus erstmal fraktionsübergreifend Anträge fürs Plenum oder auch in den Ausschüssen diskutieren, öffentlich? Also, und wir vergessen mal die Fraktionszwänge, oder ist das zu viel Zukunftsmusik? Also, interessiert mich einfach, wie Sie das persönlich sehen. Na gut, das, da kann ich es mir ja leicht machen und könnte Ihnen hier alle Perspektiven aufzeigen, weil ich ja nicht das umsetzen muss. Das ist ja Sache des Parlaments. Wie die Arbeitsbedingungen des Parlaments sich gestalten, welche neuen Formen der Transparenz, der Kommunikation und auch der vor der Entscheidungsfindung Partizipation genutzt werden. Das ist natürlich ein spannender Prozess. Ich glaube, dass jede Seite gut beraten, hier durchaus experimentierfreudig auch zu sein. Trotzdem gibt es Grenzen. Ich sage auch ganz deutlich, dass ich ein Anhänger auch der repräsentativen Demokratie bin. Ich finde auch, da muss auch eine Verantwortung da sein. Das Abgeordnetenhaus und die Abgeordneten, die müssen eine Gesamtverantwortung wahrnehmen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir handlungsfähig bleiben. Wir sehen, dass zunehmend bei großen Projekten, aber nicht nur bei großen Projekten, immer wieder alles in Frage gestellt wird. Und deshalb ist die Grundfrage, wie können wir rechtzeitig beteiligen?
Wir haben ja viele Gesetze, wo eine rechtzeitige und eine umfassende Bürgerbeteiligung auch da ist. Die Frage ist immer, wie effizient sie ist. Wer kann daran teilnehmen? Wer nimmt daran teil? Und vor allen Dingen, wie sind die Behörden darauf eingestellt, tatsächlich nicht reflexartig zu sagen, das ist schön, dass Sie was gesagt haben, aber wir bleiben bei unserer Meinung. Und wie kann man das vorher im Vorfeld machen? Weil nachher, wenn denn die planungsrechtlichen Entscheidungen so weit sind oder der Bagger schon mal anrollt, dann, wenn alle aufwachen, dann ist es immer mal zu spät. Ich gehöre auch zu denjenigen, die immer sagen, beim Thema Volksentscheid, warum soll auch nicht die Exekutive mal die Möglichkeit bekommen, das Volk zu befragen vorher? Das wollen die Parlamentarier meistens immer nicht so sehr, ne? Weil so der Volksentscheid richtet sich immer gegen die Exekutive, ne? Ist ja logisch, es ist systemimmanent. Weil wenn ich zufrieden bin mit dem, was gemacht wird, dann brauche ich ja keinen Volksentscheid zu machen. Also gebe ich hier immer dagegen irgendwo. Aber ich würde durchaus sagen, bei bestimmten Themen wäre es auch mal ganz gut, dass man auch als Regierung mal das Volk befragen könnte, auch gegen das Parlament beispielsweise. Warum denn eigentlich nicht? Haben wir nach unserer Konstruktion nicht. So, nun will ich aber auch nicht nur immer Umfragen machen und hier diese schönen Abstimmen. Also das ist immer die Frage. Und eins müssen wir wirklich dann miteinander kritisch diskutieren. Wir regen uns ja darüber auf, wie niedrig die Wahlbeteiligung teilweise ist und wie repräsentativ das denn immer noch ist. Wir müssen aber auch sehen, dass wie Bürgerinnen und Bürger, auch diejenigen, die nicht einen guten Schulabschluss haben und nicht von sich aus in der Lage sind, an solchen Prozessen teilzunehmen, wie man die mit einbezieht. Damit wir nicht eine Ungleichgewichtung bekommen, was dann Einzelinteressen auch anbelangt. So, ja, ich sag mal, gut bürgerliche Kreise, wenn es da um ein Schulprojekt geht oder eine Straße oder weiß ich was, da lässt sich immer sehr schnell was mobilisieren, nicht? Die Frage ist, wo ist bei Bildungsfernschichten eine Mobilisierungsmöglichkeit? Wie kriegen wir die dazu, auch ihre Meinung zu sagen, damit das nicht irgendwo doch eine ganz komische Schlagseite bekommt? Ich glaube, das ist noch eine der Herausforderungen bei einer stärkeren Beteiligung. Wie kriegt man das dann noch gewichtet oder wie kann sich das denn artikulieren? Okay. Du hast eine Nachfrage. Ganz kurz. Also ganz kurz, nur damit wir uns nicht falsch verstehen, so kühn, dass man da irgendwie Bürger einbezieht in das, was das Abgeordnetenhaus macht, war ich noch gar nicht. Mir geht es tatsächlich nur darum, dass 149 Abgeordnete einen Zugang dazu bekommen und das öffentlich diskutieren. Also, aber diese Sache mit den Volksbefragungen von Regierungsseite aus oder so, da kann man ja bestimmt auch ein Gesetz ändern. Da können wir ja dann zusammenarbeiten. Fraktion, der mitmachen würde, das weiß ich noch nicht. Ich sage es jetzt mal als regierender Bürgermeister. Gut. Wer hat denn jetzt noch eine Frage? Ich hatte Pavel, dann Alexander, du nicht, gut. Dann Pavel, Alexander Spieß und ich und Olli. Gut. Mhm. Ja. Ja, Herr Wobereit, Sie sind sicherlich kein Hellseher, aber wie schlimm werden die nächsten 5 Jahre eigentlich werden, was die finanzielle Situation angeht. Also gerade Wegfall Solidaritätszuschlag in Verbindung mit der Schuldenbremse. Und wenn man sich einfach die Differenz zwischen Einnahmen- und Ausgabensituation anguckt, sind es doch erstmal gefühlt gewaltige Sparanstrengungen, die unternommen werden sollen. Geht denn ab wann ist dann die Welle zusätzlicher Grausamkeiten eigentlich zu erwarten, die dann alternativlos sein werden möglicherweise? Was ist denn da für ein Datum? Da ist dann die Bundestagswahl gewesen. Ach so. Das Schöne ist ja, dass abstrakt doch meistens immer Mehrheiten dafür da sind, die dann die Sache zusammenfassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zulasten zukünftiger Generationen es uns heute gut gehen lassen. Ne? Das heißt also nicht immer die Verschuldung auf die anderen Generationen übertragen. Und da ist ja auch was Wahres dran. Ne? Wenn wir heute nicht die 2,4 Milliarden Zinszahlungen hätten pro Jahr, dann wären wir in einem Bereich, wo wir schon längst die nette Kreditaufnahme nicht mehr nötig hätten. So, und das ist ja genau so ein Punkt, den hatten wir schon 2 Jahre lang mal erreicht, 2007 und 2008.
wo wir tatsächlich so weit waren, dass wir ohne neue Schulden ausgekommen sind. Das haben vor 10 Jahren viele für undenkbar gehalten. Da waren auch die Prognosen so, dass wir jetzt bei 100 Milliarden Schulden gewesen wären oder so. Wir haben gegengesteuert. Ich will damit sagen, dass es sich durchaus lohnt, eine aktive Finanzpolitik zu machen, auch eine aktive Konsolidierungspolitik. Ich darf Ihnen aber auch ein Geheimnis verraten. In 10 Jahren haben schon sehr viele gegen meine Politik demonstriert. In unterschiedlichen Formationen und zu unterschiedlichen Themen. Ich kann mich nicht erinnern, ja, aber ich habe Sie nicht gesehen bei einer Demonstration, wo Sie gegen die Netto-Kreditaufnahme demonstriert haben. Und gegen die Verschuldung und gegen die Belastung von zukünftigen Generationen. Da gab es noch nicht eine Demonstration. Das heißt, es ist für jede Regierung in Berlin relativ simpel, 5 Milliarden neue Kredite aufzunehmen, als 5.000 Euro irgendwo zu sparen. Und da ist eine Diskrepanz da. Und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die sich sklavisch an so Schuldenbremse oder sowas orientieren, weil ich sage immer, ich brauche nicht so ein Gesetz dazu, wenn ich selber die Erkenntnis habe, dass ich sorgsam mit den Finanzen umgehen muss. Wir haben 22 Milliarden, die wir ausgeben. Das ist nicht wenig. Und ich glaube nicht, dass wir, das ist jetzt natürlich eine Frage, wie sich die wirtschaftliche Situation insgesamt entwickeln wird. Da kann man in der Tat Hellseherei betreiben. Wir haben alle so Ängste irgendwo. Diese jetzige Situation ist nicht so schlecht. Steuereinnahmen sind nicht so schlecht. Die Auftragslage der Berliner Unternehmen ist auch nicht so schlecht. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und wird das hoffentlich auch noch weiter tun. Aber jeder hat irgendwie im Hinterkopf, was passiert da in Italien oder in Spanien oder wie wird das sein? Das ist also sehr schwer zu prognostizieren. Aber wir haben das Ziel, das ist auch in der Finanzplanung nachgewiesen, bis 2016 keine neuen Kredite dann mehr aufzunehmen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Nach der Schuldenbremse werden wir erst im Jahr 2020 von der Verfassung dazu verpflichtet. Ich finde das auch richtig, es gegebenenfalls auch 2015 zu machen. Das heißt aber eine strikte Ausgabendisziplin. Dementsprechend ja dieser Durchschnitt von 0,3% Ausgabensteigerung, die in der Finanzplanung da drin sind. Aber wir haben vereinbart, alleine die Beamtengehälter und die beiden Angestellten sind ja schon durch den Tarifvertrag geregelt, um 2% in 2012 und 2% in 2013 steigen zu lassen. Und da gibt es noch die berechtigte Forderung der Mitarbeiter, zu sagen, wir haben dann immer noch die Diskrepanz zu Brandenburg oder zum Bund. Wir müssen das noch stärker aufholen. 2% alleine bedeutet eben beim durchschnittlichen Steigerungssatz von 0,3% sind schon mal 1,7% über den Durst. Das heißt, logisch muss woanders denn eingespart werden. Dementsprechend wird es gar nicht so sehr in den nächsten Jahren darauf ankommen, jetzt mit dem Rasenmäher irgendwo wieder was zu sparen oder alles platt zu machen. Das Problem ist, dass wir nicht alle anerkannten Bedürfnisse befriedigen können. Ja, die Bezirke sagen zu Recht, wir brauchen mehr Geld. Im Bildungsbereich wird natürlich gesagt, wir müssen schneller und besser noch die Ausstattung machen. Die Bauleute und weiß ich was, jetzt hat jeder seine eigenen Prioritäten. Ich könnte aber sagen, bei aller Prioritätensetzung gibt es viele Dinge in der Stadt, wo ich sagen könnte, ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort machen. Das geht nicht. Das wird eher das Problem sein. Nicht so sehr, dass wir das, was wir jetzt finanzieren, jetzt rückgängig machen müssen, dass wir auch hohe Standards wieder reduzieren müssen. Das wird jetzt nicht das Problem sein. Aber für berechtigte Mehrforderungen wird es ganz schwer sein. Und da muss man dann irgendwann diese Prioritäten setzen, was aber auch heißt, Posterioritäten zu setzen. Und dann geht das nicht überall. Und wir sind uns immer schnell einig, wo mehr ausgegeben wird. Und wenn wir sagen, wo weniger, gibt es denn auch wieder nette Schwerpunkte, dann sagt eine natürlich, gibt da nichts aus und gibt da nichts aus. Aber das ist die Schwierigkeit und die Herausforderung. Wir haben auch eine Situation, ich sag mal, wir würden eine Effizienz haben, wenn wir keinen Kredit mehr kriegen würden. Ne? Da möchte ich mal erleben, was hier passiert in diesem Haus. Wenn man wirklich mal dazu gezwungen wäre, ohne neue Kredite auszukommen. Weil es einfach keine Bank mehr gibt, die uns die Kredite gibt. Wir kriegen jeden Kredit noch. Das ist einerseits schön, aber andererseits verführt es dazu, Probleme zu lösen, eben zulasten zukünftiger Generationen. Und da muss man wirklich die Balance finden. Ich finde, wir haben das einigermaßen hingekriegt. Kann man immer noch das eine oder andere besser machen oder effektiver machen. Aber es ist für mich, obwohl ich weiß, dass es nicht so populär ist,
ganz wichtig, dass wir hier an dem Konsolidierungskurs auch festhalten, weil das schiebt alles in die anderen Bereiche hinein. Und wir können es uns leicht machen. Wir sitzen hier und sagen, okay, was interessiert uns, was in 10 Jahren ist. Aber ich möchte, dass die Leute, die dann in 10 Jahren hier sitzen, nicht nur noch Zinsen bezahlen können und noch die Gehälter der Beschäftigten, und sonst ist kein Geld mehr für irgendwas Vernünftiges da. Okay, zum Schluss stellen wir die letzten drei Fragen gesammelt zusammen, also schön mitschreiben. Alexander Spies, dann ich und dann Olli. Ja, na gut, also abgesehen mal von dieser Haushaltslage, da ist Ihr neuer Koalitionspartner ja nicht so ganz unschuldig dran, aber ich wollte nochmal auf die Antwort meiner Frage bezüglich der Langzeitarbeitslosen zurückkommen. Ich werde auf Ihre Worte dann vielleicht auch nochmal zurückkommen und wollte eigentlich noch dazu fragen, was halten Sie denn von der Idee, dass jeder Hartz-IV-Empfänger, jeder Langzeitarbeitslose sich einen 1,50-Euro-Job selber suchen kann, indem er einfach beim gemeinnützigen Verein sich engagiert und dann eben von dem Jobcenter auch diese 1,50 Euro erhält? Gut, dann habe ich 2 kurze Fragen, und zwar einmal, ob Sie glauben, dass Sie uns mit Ihrem Vortrag heute überzeugt haben und Sie viele Stimmen von Piraten bekommen. Und die zweite Frage ist eine klassische Piratenfrage. Was waren Ihre 3 größten Fehler, die Sie gemacht haben auf Landesebene in der Politik? Ja, ich schiebe dann aber vorher nochmal was Thematisches dazwischen. Wie genau haben Sie denn vor, in den nächsten 5 Jahren den Innenstadtbereich auch von den Mieten her bezahlbar zu machen wieder? Momentan findet da ja eher eine Landflucht statt. Das waren die letzten 3 Fragen. Ach, das waren ja nicht 3 Fragen. Mindestens. Mindestens. Also einmal zu dem Bereich, sich selber einen Job zu suchen für 1,50 Euro zusätzlich. Es klingt erstmal verlockend. Ich finde es erstmal ja gut, wenn eine eigene Aktivität da ist. Ich will das auch gar nicht ausschließen. Wir haben ja, das ist ja eine Frage der Ressourcen, die da sind. So, also es wird nicht für jeden finanzierbar sein zurzeit. Also insofern muss da ja eine Auswahl passieren. Und ich muss auch sagen, man muss auch aufpassen, wo der Einsatz ist. Da muss aufgepasst werden, dass da nicht ein normaler Arbeitsplatz vernichtet wird. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch mit den Gewerkschaften und auch mit den Unternehmerverbänden da ja einig. Also es muss dann auch noch eine Bewertung sein, ob das etwas Zusätzliches ist und nicht einfach nur eine billige Ausbeutung ist von Mitarbeitern, wo man sonst den ersten Arbeitsmarkt bedient würde. Also deshalb insofern da Kombination, why not? Hier Innenstadtbereich bezahlbar ist natürlich die Herausforderung, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich habe die Maßnahmen ja auch schon mal gesagt oder einige der Maßnahmen gesagt. Wir müssen uns mal zurückerinnern, seit der Gründung von Städten hat es immer Quartiere gegeben, wo es auch nicht eine reine, lupenreine soziale Durchmischung gegeben hat. Also ich glaube, es ist jetzt auch ein Trugschluss, wie sich Berlin entwickeln wird oder wie sich Städte entwickeln, dass nun in jedem Quartier überall die gleiche soziale Mischung da ist und überall das gleiche Mietniveau da ist. Ich glaube, das kann man anstreben, und wir haben Gott sei Dank aufgrund der unnatürlichen Situation dieser Stadt, hatten wir dies gehabt. Wir haben ja nicht die Situation wie in Frankreich, in Paris, in den Banlieues, dass alles nach draußen gedrängt worden ist, weil in der Tat alles systematisch vertrieben worden ist oder die Mieten schon sowieso so hoch waren, dass da keiner auf die Idee gekommen, sich da anzusiedeln. Wir haben ja die höchsten Schwierigkeiten in Quartieren mitten in der Stadt, in den ehemaligen Westberliner Bezirken, einfach weil da die marode Bausubstanz da war, die Altbausubstanz, wo nicht mehr investiert worden ist, wo der Mietertrag durch einen weißen Kreis und durch andere Reglementierung nicht dazu geführt hat, dass da die klassische Fleischerwitwe oder Dachdeckerwitwe da nicht mehr in der Lage war, aus der Miete heraus A, etwas für ihre Rente zu tun und B, auch noch zu investieren in eine Gebäudesanierung. Das war ja mit ein Grund, warum wir damals die Konzentration eben in den innerstädtischen Bereichen haben. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir versuchen,
eine soziale Mischung zu kriegen, die wir in vielen Bereichen noch haben. Also beispielsweise ist in Charlottenburg haben wir viele Bereiche, wo es gute Wohnungen gibt und Sozialbauten, ehemalige klassische Sozialbauten gibt, wo es also beides gibt und das Miteinander, und das ist eigentlich erstrebenswert. Und das wird ein Bündel von Maßnahmen sein. Und es muss anfangen damit, dass tatsächlich die 270.000 Wohnungen oder hoffentlich demnächst die 300.000 Wohnungen im öffentlichen Besitz plus die 200.000 Wohnungen aus den Genossenschaften, das sind ja dann immerhin 500.000 Wohnungen, das ist ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes, dass da verstanden wird, dass man damit auch eine aktive Steuerungspolitik macht, auch beim Mietpreisspiegel dann einen Einfluss ja auch darauf hat. Und worum es mir auch geht, vornehmlich gezielt daran zu gehen. Also ich glaube, dass es momentan sehr effektiv sein kann, wenn wir im Bereich des Studentenwerks mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen, die ja auch einen anderen Standard haben können, als wenn wir jetzt sagen, im normalen Mietsegment, auch bei ein- oder Zweiraumwohnungen, da kann ja im Bereich von Studentenwohnungen, weil es meistens temporäre Bereiche sind, ja auch ein anderer Standard da sein. Also, dass man da mehr Kapazitäten zur Verfügung stellt, dass man guckt, wo kann man mehr ein-, anderthalb- und Zweiraumwohnungen schaffen, weil da der größte Bedarf auch da ist oder der größte Druck auch da ist, eben in den Bereichen, wo Leute ganz schnell eben 50% ihres Einkommens an Miete bezahlen. Weil da, finde ich, ist das ganz wichtig. Da, wo zwei Einkommen da sind, wird es auch eine Jammerei geben, wenn Mieten steigen. Aber ich sag mal, das ist dann eine Anpassung an Niveaus anderer Städte in der Republik. Das mag individuell auch schmerzen. Wer zahlt schon gerne eine hohe Miete? Würde auch lieber weniger bezahlen, aber ich sage mal, das muss da hingenommen werden. Aber die niedrigen Einkommen, wie können das geschehen? Wir müssen sehen, welche Wohngeldzahlungen sind da notwendig, um es gegebenenfalls auch individuell auszugleichen, da wo nicht durch das Gebäude es selbst erreicht wird. Also ein Bündel an Maßnahmen, das ist ganz wichtig. Die schwierigste Frage, deshalb habe ich sie mir zum Schluss aufgehoben, die drei größten Fehler, oder eine Frage ist dann auch noch offen, aber auch die dann ganz zum Schluss, aber die drei größten Fehler, ja, da fange ich mal damit an. Wir haben mal vor Jahren in einem Anflug von Kostenbewusstsein versucht, natürlich in jedem Bereich Einsparungen vorzunehmen. Und da weiß ich nochmal, da haben wir mal die Gebühren erhöht für die Kitas. Und ich weiß noch, wie die Debatte war, ob wir das pauschal mit 5% machen. Und natürlich eine sozialdemokratische Partei hat gesagt, das kannst du nicht machen. Mach lieber bei den oberen Einkommen mehr und verschone unten. Und die Erhöhung war damit verbunden, dass wir 50% praktisch gar keine Erhöhung gemacht haben, weil da die Grenzen da waren. Aber dafür natürlich dann, weil es 5% in Summe wieder rauskommen mussten, oben relativ stark rangegangen. Das hat hier eine Welle gemacht, als ob wir bei 150% der Kinder und Eltern da eine Erhöhung gemacht haben. Da sage ich mal, das war überhaupt den Streit überhaupt nicht wert. Dann haben wir ja die Gebührenfreiheit eingeschafft. Also das hätte man sich auch schenken können. Das war sicherlich ein Fehler. Ob es damals ein Fehler war im Zusammenhang mit der Frage, wie viel Universitätsmedizin diese Stadt braucht, vor allem wie viele Häuser sie dafür braucht, wie viele Standorte, haben wir ja damals diskutiert, die Umwandlung von Benjamin Franklin in ein Krankenhaus, in ein normales Krankenhaus, die Umwandlung und Konzentration dann bei der Charité und Virchow. Da gab es ja dann die Interventionen vom Wissenschaftsrat, von anderen, und wir haben uns darauf eingelassen, zu sagen, ja, das ist ein Selbstfindungsprozess, sie entscheiden es selber, es wird gekürzt im Umfang eines Hauses, das sind dann doch erhebliche Beträge gewesen, und die müssen selber die Entscheidung treffen. Dieser Prozess hat zu Veränderungen geführt, führt aber weiterhin zu Diskussionen, wie weit ist die Charité dort in der Lage, mit diesen Kostenstrukturen zu arbeiten. Das, was jetzt Frau Schawan angekündigt hat, könnte eine Lösung sein. Dritte Sache, ohne jetzt, weil in der Kürze der Zeit kann man ja über Fehler gar nicht nachdenken, so, aber ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben keine gemacht. Ein Fehler war damals, als es darum ging, die Verbeamtung der ehemaligen Ostlehrer zu machen, ja oder nein, da
waren wir auf Ratschlag der Justizsenatoren, sind wir dazu gekommen, sie zu verbeamten. Hätten wir es damals nicht gemacht, dann hätten wir heute schon fast alle Lehrer, oder sehr, also mehr als die Hälfte oder mehr als zwei Drittel der Lehrer schon im Angestelltenverhältnis gehabt. Würde ich auch als Fehler bezeichnen, wobei aus Sicht der Betroffenen das höchstwahrscheinlich kein Fehler war. Ja, und jetzt die Kernfrage, habe ich Sie überzeugt, das kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Wäre natürlich schön, ich meine, dass normal ist, dass eine Opposition den regierenden Bürgermeister nicht mitwählt, aber die Piraten stehen ja dafür, dass sie sich abheben von anderen tradierten Traditionen, nicht? Und deshalb bin ich natürlich optimistisch, dass sie zeigen werden, Piraten sind die Piraten. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Senatorenteam noch nicht besetzt ist. Also ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt. Das ist so komplett aus dem Zusammenhang gerissen, ich weiß, aber... das ist allerdings dann ein Thema, was wir noch miteinander kritisch diskutieren müssen, ja, Genderpolitik. Ne? So, also ich gucke eher nach Frauen, also ja, ne? So, anders als gesagt, in meinem privaten Verhältnis, im politischen Bereich suche ich jetzt Frauen. Ne? Wir haben auch viele sehr kompetente Frauen in der Partei. Wie gesagt, das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen, das tut mir leid. Gut. Da Sie als Einziger keinen Laptop dabei haben, soll ich ihn noch von Ihrer Fraktion ausrichten, dass sie schon fertig ist. Die Fraktion, ja? Das ist aber auch schön. Ne? Kann ich jetzt den Kudamm illuminieren gehen? Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Kommen und für die Beantwortung der Fragen. Und wir schauen dann mal.